Hallo liebe Wolle und Kordel Community, wir sind zurück zu einem neuen Video und wir reagieren heute auf die Wollo bewährte Schokoriegel, also auf die Tierlist, die Wollo erstellt hat. Wahnsinn. Damit ich hier da gab es eine Menge Backlash, sag ich mal. Ja, das Interesse war groß. Und, ja, wirklich. Ja, ich denke, ich muss hier mal das ein oder andere ein bisschen zurechtrücken, ne? Ich denke nicht, weil dir schon sehr, 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 sehr durchdacht. Ja, waren schon ein paar Probleme drin, sag ich mal. Nee. Wenn ich mehr mache, würde ich sagen, gehen wir mal in die Tierlisten. Was wollen wir denn für eine machen? Schokoriegel. Okay, Schokoriegel finde ich gut. Schokoriegel. Da bin ja ich. Ja, das hab ich auch verwirrt. Das wirst du jetzt merken. Ja, im Leben, Tomek hat die gemacht, glaube ich. Okay. Was ich sehe? Ich dachte mir gleich so, wieso ist da Kornel? Riegel und die es werden wollen. Wolle und Kornel. Sweet, alter Guy, Boy, ja. Play Level. Durchfall, Error 404. Oh, ich glaube, ich habe einen Stempel. Ja. Ja, gut, müssen wir machen, ne? Müssen wir machen. Das ist ja klar, dass ich das machen muss. Okay, ich finde alles geil. Das ist das Problem. Ich finde halt alles ultra geil. Ich sehe das so schon und ich weiß gar nicht, wen ich dann nicht auf S packen soll. Okay. Dann, das war echt ein Problem für mich. Ja, dann die Aussage. Dann musste ich irgendwann abwägen, ne? Was ist schwächer als das? Das war teilweise so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, wenn ich den jetzt da liegen hätte und den, zu welchem würde ich greifen? Ja. So, und zu dem, den ich greife, der wird höher gesetzt und der andere drunter. Ja. Logischerweise, ne? Ja, finde ich schon deswegen mal eine gute Aussage am Anfang, weil tatsächlich, es ist wirklich. Und einige sind auch oben gelandet, weiter oben wegen Alleinstellungsmerkmal, dies, das. Okay, ja. Ist es was Spezielleres? Das ist Standardware und so weiter, ja, und so fort. Ne? Aber das war mir alles, das ist alles damit reingeflossen in meine Tierlist. Yeah. Deswegen, das ist die perfekte. Wie gesagt, ist schon mal eine gute Info am Anfang und alles, was wir hier auch sagen, ist ja eigene Meinung, Leute, ne? Ihr wisst Bescheid, jeder hat seinen Geschmack. Nein, das hat mit eigener Meinung nichts zu tun, das war wissenschaftlich. Ja, ich wäre jetzt, wie gesagt, ne, ich als Wollo ist so der Student, ich bin der Professor, wenn es um Schokoriegel geht. Ich muss halt ein paar. Die meisten davon haben wahrscheinlich noch nicht mal gegessen. Ne, doch, ich habe fast alles gegessen. Hast du schon mal einen Karamak gegessen? Ja, nein, das nicht. Du hattest das auch ein paar nicht gegessen. Siehst du das, ja, Ding? Ich sehe ja keinen, der nicht auf Essen muss. Okay. Ich versuch's. Oh, doch, ich sehe was. Ich sehe was. Erstmal Kinderriegel. Kinderriegel ist meiner Meinung nach ein purer Genuss. Kinderprodukte? Krass. Kinderprodukte immer ultra stark. Ja. Kinderriegel overrated? Ist so, ne? Was? Kinderriegel? Ich muss ja noch stärkere Sachen reinpacken können, ne? Deswegen, Alter, geil. Aber es muss halt stärker gehen, ne? Ja, also. Ich weiß gar nicht, ob es stärker gehen muss, aber wenn man damit anfängt, auf jeden Fall auch erstmal auf alter Geil. Kinderriegel ist wirklich. Ist so, also. Jeder, der da sagt, overrated oder Standard oder so, der hat einfach keine Liebe für Schokoriegel. Das ist so, das ist wirklich so. Und man darf auch nicht vergessen, die ganze Kindermilch, die da drin steckt. Ja, die ist gesund. Die ist so gesund für dich. Aber Kinderriegel. Baut dir die Knochen auf. Dass deine Knochen auch die 200 Kilo tragen können. Kinderriegel sind aber auch so eine Sache, die hast du als Kleinkind schon bekommen und mega abgefeiert. Und die werden nicht schlecht. Die werden nicht langweilig. Ich kaufe mir heute noch manchmal Kinder. Wenn ich heute einkaufen gehe, ne? Ich sag's dir, ich bin gerade gehuckt. Ne? Da muss ich. Und weißt du was, Kornel, was mir gerade auffällt? Ah. Kinderriegel gab es auch noch nie in einer anderen Version oder so. Es gibt keine White-Version davon. Stimmt. Die haben es nicht nötig. Nee. Haben sie es auch nicht. Ich krieg Gänsehaut. Kinderriegel. Weil die so stark sind, dass es nicht nötig haben. Deswegen, oh, ich würde sogar damit spielen, die auf S zu setzen. aber man muss natürlich das Gesamtbild am Ende sehen. Dafür sind sie wieder zu Standard, meiner Meinung nach. Ja, aber die müssen so halt so outstanding sweet sind. Ja, ja, aber die müssen halt. Aber es gibt keinen Standard, der so ist wie Kinderriegel, weißt du? Das ist halt, die sind Standard für sich, weil sie so gut sind. Aber es gibt keinen Standard, der an Kinderriegel rankommt. Kannst du mir mal sagen? Pass mal auf, du kennst auch Kinderschokolade, ne? Ja. Dann sind ja die kleineren Riegel davon. Die ja auch nicht in dieser glänzenden Verpackung kommen, sondern in der matten Verpackung. Genau, ja. Warum sind die nicht so stark wie ein Kinderriegel? Ja, das ist richtig. Tatsächlich sind die nicht ganz so stark. Vermutlich aufgrund der Größe, weil da wahrscheinlich das Verhältnis von Schokolade und Innerem ein anderes ist. Ne? Möglich.
Aber wie gesagt, Kinderriegel ist vielleicht sogar ein Kandidat für S, muss man aber am Ende mal abwägen. Ich muss halt noch Sachen drüber packen können. Karamak zum Beispiel. Karamak, wir haben doch vor kurzem drüber geredet. Also Karamak ist auch so, ne, das ist so super dünn, ne? Du nimmst so dieses super dünne Stück Schokolade und bist einfach, oh. Kennt ihr das? Wenn ihr in so einen Karamak beißt. Oh, dieses Feeling, wenn du in einen Karamak beißt. Ja, Karamak habe ich tatsächlich noch nicht gegessen. Oh, das ist, oh Korn, das musst du dir mal gönnen. Das ist halt so eine Hauch, wie diese Schnitten, die du dir aufs Brötchen packst, Essen, ne? Schnitten. Ja, so dünn sind die. Okay. Und dann so ein richtig crazy Karamellgeschmack, der aber nicht so ist wie ein Snickers oder so, sondern er ist einfach so, als wenn du in so einen kleinen dünnen Goldbarren, so eine kleine Schicht Gold hast und da reinbeißt. Und so wie du dir das vorstellst, wie es schmeckt, so schmeckt ein Karamak. Ja, ist einfach der Himmel. Ich denke, wenn man in den Himmel kommt, gibt's immer nur Karamak zum Mittag. Werde ich im Probieren-Ding mal probieren. Im Probieren. Musst du. Das ist der Hammer. Video. Ist crazy. Ist absolut crazy. Wunderbar. Hab ich seit 100.000 Jahren nicht mehr gegessen. Ist auch sehr, sehr stark. Hab ich, glaube ich, auch noch nicht gegessen. Also noch nie. Siehst du, der will mir was vom Professor erzählen. Ja, ich erinnere mich halt auch nicht mehr so richtig dran. Ja, wunderbar, wie wunderbar war, ist halt. Aber ich guck dir mal die Dinger an, die da liegen. Da spielt Wunderbar halt einfach nicht mit in der Liga. Doch, das ist ultra stark. Wunderbar. Muss man auch probieren. Werden wir auch probieren im Probierding, ne? Aber wie gesagt, es ist so lange her, dass ich das vergessen habe. Ich erinnere mich kaum noch dran. Dann kann es auch nicht so gut gewesen sein. Ich ihn sehr gut fand, halt, deswegen sage ich, boah. Ich kaufe halt sowas nie. Sehr, sehr lecker. Eine Joghurtrette, schön aus dem Kühlschrank. Da sage ich auch, alter, geil. Klares Ding. Ja, da kommen wir zum ersten Problem. So, da gab es ganz viele, die gesagt haben, sie mögen keine Joghurtrette. Was ist verkehrt bei euch? Ich mag Joghurtrette. Ja. Aber Joghurtte mit Kinderriegel auf eine Ebene zu stellen, ist halt nicht richtig. Doch, eine geile Joghurtte aus dem Kühlschrank, Kornel. Das kann nicht mit einem Kinderriegel mithalten. Das ist doch ultra stark. Was ist denn los bei dir? Das ist auch ultra stark. Dafür gibt es ja auch noch Boyard, ne? ich muss auch sagen, dass mir bei dem grundsätzlichen Grid fehlt mir noch eine positive Ebene. Okay. Mir ist das, ne, es gibt halt nur das Überkrass und dann gibt es Alter Geil und Boyard und dann gibt es dreimal Scheiße. Naja, ich glaube, der Clay-Level ist halt, weiß ich nicht, ob ja, das Scheiße ist. Ja, Clay-Level kann ich nicht. Ne, das verstehe ich auch überhaupt nicht, wenn ja, ich das ist, haben soll. Das soll Clay, Let's Clay sein. Das habe ich mir schon gedacht, im aber Leben, ich verstehe es trotzdem nicht. Im Leben, Tommy ist halt ein bisschen... Ist ein Hater? Er ist vor der Wand gelaufen. Ne? Das ist halt, okay. Grüße gehen raus. Ja, Joghurtte kannst du nicht auf A tun. Kommt wahrscheinlich eher auf B oder auf ein noch anderes positives C. Ist nicht stark genug dafür. Ist aber trotzdem ein solides Ding, ne? Ein wirklich solides Ding. Joghurtte finde ich auch sehr lecker. Gerade aus dem Kühlschrank, ey. Dann so ein bisschen lutschen, nicht reinbeißen, kauen, sondern ablutschen. Stark. Ding, eine Joghurtte schön aus dem Kühlschrank. Stark. Absolut stark. Oder wie seht ihr das? Na, eine geile Joghurtte anstatt eine Zigarette? Muss man einfach so sagen. So Dime. Ein knackhartes Stück Karamell mit Schokolade überzogen. Dime ist die letzte Scheiße. Dime ist für mich... Also unter Dime geht nicht viel. Ich wüsste gar nicht, was ich unter Dime packen könnte. Da gibt's nichts. Dime ist Error 404. Dime... Ja, da stehe ich auch zu. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich finde Dime... Das war auch damals schon in solchen Partyboxen, wo dann solche kleinen Dime-Bonbons drin sind, ne? Alter, die frisst doch kein Mensch. Kein Mensch frisst diese Dime-Scheiße, weil das ist einfach scheiße. Das ist das Beschissenste. Also, soll das sein? Ich glaube tatsächlich, dass Dime wirklich nicht in der breiten Masse das große, also das beliebteste ist. Aber ich persönlich mag Dime. Ich hätte es aber jetzt auch dann wahrscheinlich auf Clay-Level gesetzt oder so. Weil das natürlich mit der anderen nicht so krass mithalten kann, ne? Es ist halt das Lebensgefühl, wenn du in einen Hanuta-Riegel beißt, oder das Lebensgefühl, wenn du in einen Dime beißt. Ein Dime ist kannst ein bisschen Arbeit. Kannst ja nicht mal reinbeißen, ja. Dann bist du die Zähne ab. Ein Dime ist so Arbeit, ne? Das ist so ein bisschen, ja. Da musst du für arbeiten, das ist aber dann, aber es ist halt trotzdem geil und ich hätte es halt auf Clay-Level gesetzt, so schlecht. Also ich mag es. Na gut. Ist Abfall. Direkt im Müll. Ab in den Mülleimer. So, Toblerone. Hatte ich in meinem Leben gefühlt einmal. Ja, die auch sehr wenig. Mal, sonst nie. Toblerone verstehe ich auch nicht.
warum das so gefeiert wird. Das sage ich auch vielleicht gleich, ich erinnere mich nur an eine Sache bei der Toblerone. Ja, gucken wir mal. Und zwar, dass ich, mach mal kurz. Da hatte ich das Problem, dass ich nicht wusste, wie man die abbricht. Und ich habe mir ganz genau abgebrochen, das weiß ich. Ja, das war ein Riesenakt, ich weiß es mittlerweile, es gibt eine Möglichkeit, die ultra leicht abzubrechen. Du musst nur in die richtige Richtung machen. Dann geht es wie von selbst, wenn du es in die falsche Richtung machst. Es ist so gut wie unmöglich, diese Toblerone abzubrechen. Ey, du musst und ich weiß auch, wie ich daran rumgenagt habe. Wie so ein Hamster oder so. Alter, das war. Man muss, glaube ich, einfach nur so eine Pyramide, also wenn der Stachel nach oben guckt, einfach so seitlich dagegen drücken. So komme ich auch meist. Das ist wahr. Okay. Ja. Toblerone feiere ich auch nicht so. Das ist irgendwie nicht so leckere Schokolade und die Schokolade kann ich mich kaum erinnern. Das ist also auch so ein bisschen crisp da drin, oder so keksig. Ja, genau, das ist eigentlich grundsätzlich eine Sache, die ich gut finde. Ja, grundsätzlich schon. Ich mag zum Beispiel meine Lieblingsschokolade, oder die Schokolade, die ich mir wahrscheinlich am meisten in meinem Leben gekauft habe, ist weiße Crisp. Überall. Geil. Oder? Weiße Crisp? Ja, mega geil. Ja, mega. Aber Toblerone feiere ich auch nicht so. Mit vielleicht nur von Joghurt noch getoppt. Und da kommt wieder der Joghurette-Mensch aus mir raus, ne? Eine Joghurt-Schokolade habe ich nicht so oft gegessen in meinem Leben, aber wenn die kalt aus dem Kühlschrank kommt, ist sie auch stark. Ja, das ist immer aus dem Kühlschrank. Ja. Was mir bedeuten soll, aber naja. Oreo, muss mal eine dazu fügen. Nie gegessen. Ne? Brauchen wir halt auch. Dann muss ich bei diesem Oreo-Riegel jetzt sagen. Noch nie gegessen, kann ich nichts zu sagen. Schwierig. Mhm. Jetzt kommen wir Ballisto. Ich glaube, Error 404 sollte eigentlich nie gegessen sein. Das war für mich halt das Schlechteste, aber. Ja. Ja, klar, das könnte. Mann, das muss er auch deutlicher machen. Ja, ist halt Tommy, Ballisto ist. Der kommt aus M Leben. Ja, Ballisto ist geil, Leute. Okay, jetzt ist wir. Also, Ballisto ist geil, ja? Aber dann sieht man auch wieder, das hat. Ich muss. Es tut mir wirklich leid, dass ich das so oft erwähne, aber im Leben, Tommy ist halt auf den Kopf gefallen. Ne, der packt da ein orangenes Ballisto rein. Das habe ich mir auch gedacht. Ich meine damit natürlich das grüne Ballisto. Ne? Ja, okay. Das ist ja klar. Das nehme ich natürlich als stellvertretend, weil das einzige Ballisto war, das hier gezeigt wurde. Aber in meinem Kopf ist das grün. Ja, ne, weil das orangene Ballisto nimmt man halt nicht. Ich war auch ein bisschen erschüttert, als der eine das auf Twitter gepostet hat, dass er sich Ballisto gekauft hat und er sich orangene Ballisto gekauft hat. Man kauft sich grüne Ballisto. Und wenn man Abwechslung will, noch lila. Lila ist auch gut. Ne? Da muss man halt gucken, ob man das mag, weil ich glaube, da sind Rosinen drin oder so. Mm. Aber lila ist auch noch so richtig, richtig so, wie sagt man, so cremig, so richtig schön. Cremig? Ja. Also so würde ich Ballisto niemals beschreiben. Nee, cremig. Frucht. Ja, das ist das so mein fruchtiges Wort dafür. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich das nennen soll. Dieses, nicht schleimig, aber es ist halt noch so. Ja, ist doch super lecker und so. Ich glaube, das orangene Ballisto, schon ewig, als ich das mal gegessen habe, ich glaube, das ist ein bisschen trocken. Weil das dann so auf, weißt du, so, ist glaube ich ein bisschen trockener. Ja, Alter. Ballisto ist doch, das ist auch so ein bisschen da, das zeigt, dass man ein bisschen Hipster ist. Ne? Da ist man einfach mal, man ist anders. Man ist nicht einer von diesen Standardmenschen. So, weißt du, die ihr Karamak reinbeißen und sich cool fühlen. Nein, du bist einfach, du hebst dich von der Masse ab mit deinem. Also, Ballisto. In grün würde ich vielleicht sogar für die oberste Reihe in Betracht ziehen. Okay. Muss man Ballisto, gucken. Stark. So, und jetzt haben wir ihn endlich. Unseren ersten S-Tier. Kinder-Country, meine Freunde. Ja. Für ein Kinder-Country, ne? Wenn mir einer sagen würde, schmeißt du ihn jetzt von der Brücke, das wäre einer von euch, und ich würde dafür ein Kinder-Country kriegen, ihr würdet von der Brücke fliegen. Das ist so. Das ist einfach so. Da kenne ich keine Freunde dann. Das Kinder-Country ist super stark. Es geht auch direkt weiter mit S-Tier. Ja, Kinder-Country. Ja, das ist so, weißt du, dieses Luftige, ne? Das ist einfach, als wenn du auf einer Wolke, also wenn du abhebst, wenn du das isst, du wirst leichter. Es dadurch. Ist wirklich, also das Lebensgefühl, was in einem Kinder-Country steckt, ist unfassbar. Und ich glaube, in dem Vergleich kann man dann auch argumentieren, dass man Kinderriegel auf A setzt. Mhm, ja. Weil. Deswegen, das meine ich nämlich auch. Das meine ich nämlich damit, es muss halt besser gehen als ein Kinderriegel. Und ein Kinder-Country ist nun mal besser als ein Kinderriegel. Nur, wie gesagt, wenn man halt einen Kinderriegel auf A setzt, kann man niemals eine Joghurette da hinsetzen, das geht halt nicht. Und Karamark kenne ich jetzt nicht, aber das ist halt die Sache. Deswegen fehlt da, glaube ich, auch noch eine Reihe. Kinderriegel ist halt einfach, Kinder-Country ist halt, also ja. Wenn ich mir so eine Packung Kinder-Country mit 12 Kinder-Countrys kaufe,
da, während ich das eine reinschiebe, mache ich schon das nächste auf. Es ist halt so geil, ne? Es ist unfassbar. Ich habe da wirklich keine Worte für. Da könnte ich einfach heulen, wenn ich daran denke. Kannst du ja heute Knoppers holen. Knoppers ist genauso stark. Wenn nicht sogar noch stärker als. Ja. Würde ich sogar noch da drüber stellen. Boah, Knoppers nee. Ist einfach, also Knoppers ist ja mal, oh mein Gott, Knoppers, das ist ein Frühstückchen. Also Knoppers fand ich schon immer super stark, habe ich aber auch nie bekommen. Knoppers war für mich immer so ein, das war so ein Riegel, an den kamst du auch nicht ran. Der wurde immer auf so ein Podest gestellt in meiner Welt. Kamst nicht ran. So, dann haben wir den Knoppers-Riegel. Nee, kam's wenig, gab's bei uns nie. Knoppers. Wenn da mal ein Knoppers lag, Alter, das war so, oh mein, da sind mir die Augen rausgeflogen. Knoppers ist, das gesehen, Alter. Man muss halt in dem, fuck, hier ist Knoppers. Man muss halt auch sagen, dass ein Knoppers was wirklich anderes ist als fast alles andere hier, ne? Das ist ja das Ding und das ist ein Alleinstellungsmerkmal wieder. Ja. Das ist auch mit ein Grund, warum das ganz oben stehen muss. Aber es schmeckt halt auch mega geil. Ja, natürlich. Der Geschmack von einem Knoppers ist, ne, es ist halt, wie gesagt, kein Schokoriegel oder so, es ist wirklich was Herzhaftes, könnte man sagen. Aber der Geschmack, ne, wenn du da reinbeißt, boah, es ist anders geil, es ist unfassbar. Der Knoppersriegel ist leider Durchfall, Leute. Ist leider Durchfall. Weißt du noch, da hatte die liebe Sefi gesagt, der wäre so stark. Und deswegen habe ich mir den gekauft und ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht davon. Ich habe mir so eine Fünferpackung gekauft, ne? Und ich auch. Ich hatte nach dem ersten keinen Bock mehr auf mein Leben. Ja, ich dachte mir auch so. Weißt du, ich dachte, ich krieg jetzt was nach Knoppers schmeckt. Ja. Und es schmeckte halt hatte nichts mit Knoppers zu tun. Überhaupt nicht. Nichts! Der Hanuta-Riegel, das ist ein Knoppers. Da komme ich nämlich nachher auch noch. Das ist halt das Ding. Da ist nämlich die Milch-Ebene da. Hingegen der Hanuta-Riegel ist genau das, was man vom Knoppers-Riegel eigentlich erwartet. Ja. Das ist der Hanuta-Riegel tatsächlich. Das ist verrückt, ne? Ja! Auf so einem Hanuta ist überhaupt gar keine Milch und so. Die machen einfach einen Hanuta-Riegel. Leute, Knoppers hat einen Riegel gemacht. Sollten wir auch einen machen? Ja, aber irgendwie ist das halt doof, ne? Knoppers war immer stärker als Hanuta. Ja, wie wär's, wenn wir einfach den Hanuta-Riegel wie einen Knoppers machen? Aber es gibt doch schon einen Knoppers-Riegel. Ja, aber der ist scheiße. Der schmeckt wie ein Hanuta. Ja. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber das ist halt einfach, dass da Hanuta draufsteht, ist halt fake. Ja. Das ist der Hammer. Aber das wisst ihr ja alle. Ihr habt ja alle durch uns schon Hanuta. Und ja, ich muss ja nicht sagen, dass ich einen Hanuta-Riegel auf S setzen würde, ne? Ich denke, das ist klar. Ich glaube, ich bin der Mann, der in den letzten 2 Monaten am meisten Hanuta-Riegel auf der Welt gegessen hat. Wahrscheinlich ist das wirklich. Ja, oder? Wer soll mehr gegessen haben? Man weiß es nicht. Irgendjemand ist vielleicht noch süchtiger als du. Nee. Probiert doch, das ist ein Esstier. Hanuta-Riegel ist Esstier. Ah, guck mal, Milch hat es auch gegessen. Ja? Daran haben sich alle. Ja, hast du dich gesehen? Nee. Hier. Im Chat oder was? Nee, oben. Haben sich alle anderen Esstiere zu vergleichen? Kleine, was? Was steht da? Hier. Das ist Esstier. Ja, du hast ja gesagt, warte kurz. Ach so. Wir gehen ein bisschen weiter zurück. Riegel ist genau das, was man vom Knoppersriegel eigentlich erwartet. Das ist der Hanuta-Riegel tatsächlich. Der ist der Hammer. Aber das wisst ihr ja alle. Ihr habt ja alle durch uns schon Hanuta-Riegel probiert. Genau. Oh, das hab ist ich wirklich und das hat sich gelohnt. Das ist daran. Ja, das haben wir auch echt viele gemacht. Ja, dass Hanuta nicht mal auf uns zukommt, ne? Deswegen ist ein Skandal. Ist ein Skandal. Leute, schreibt denen mal E-Mails. Das sind nur wegen weißt du, uns. Irgendwann hat Knossi dann das Hanuta-Riegel-Placement. Das wir hätten bekommen müssen. Dann müssen wir auch so ein Video machen wie Tanzverbot damals. Gegen Apeprime, genau, wegen Booster, ja. Ja. Fühle ich, Alter. Skandalös, ey. Zu vergleichen. Hanuta-Riegel einfach das Riegel-Game revolutioniert. Hanuta an sich ist halt eher so Clay-Level. Ja. Ist okay, kann man machen. Aber ist eigentlich nie etwas, wo ich richtig Bock drauf habe. Ja. Ne? Es gab mal ein Hanuta mit irgendwas anderem dabei. Das war so eine Special Edition. Die habe ich mir mal. Die war im Netto. Irgendwie lag die rum. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, nimmst du jetzt mal mit. Warum nicht? Und ja, die fand ich mega stark. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, was das am Ende des Tages war. Muss ich gestehen. Mit Milchcreme oder so. Ich weiß es nicht mehr. So, ansonsten KitKat. Wir sind ja nicht in Japan, ne? Und da bin ich in Japan, würde ich sagen, KitKat ist auch nur so ein Clay-Level-Ding. Das normale KitKat, es ist okay. Ne? Es ist halt wirklich okay. Das kann man sich reinziehen. Aber die ganzen 8000 japanischen Sorten sind halt alle deutlich stärker. Das ist so das Ding. Es gibt so viele japanische Sorten, die auch super gut schmecken. Aber die bewerten wir ja hier nicht. Oder was auch mega stark ist, KitKat Chunky. KitKat Chunky Peanut Butter ist halt... Oh.
Ein Traum. Einfach ein Traum. Das Normale, aber ja, würde ich mir niemals kaufen. Also ich würde niemals in den Laden gehen und mir ein KitKat kaufen. Deswegen, also ich würde auch sagen... Also ich war... Das gilt halt für jeden Riegel, aber wenn ich dann schon einen kaufen müsste, wäre es auf jeden Fall ein anderer. Ich war ja letztens im Laden und ich habe mir KitKat unter anderem auch gekauft. Natürlich. Und ich finde auch, dass du KitKat dich auf jeden Fall zu schlecht bewertest. Es muss safe mit Jogurette den Platz tauschen. Aber ich denke, das wäre sinnvoll. Kein Fall. Doch, KitKat ist überstark. Was ist denn daran stark? Das ist einfach lecker. Weil es so viel ist oder was? Nee, das ist einfach nur die Menge, die dich geil macht. Erzähl mir doch nicht. KitKat hat einfach einen einzigartigen, geilen Geschmack. Den kriegst du so nicht. Und das ist einfach nur stark. Und alles, was daraus gefolgt ist, Chunky und so, basiert ja auf dem Original KitKat. Und deswegen würde ich denen dafür auch keine Minuspunkte geben. Ich finde KitKat überstark. Und würde KitKat hier, wie gesagt, mit Jogurette tauschen. Das fühle ich auf jeden Fall. Na dann, wenn du das meinst. Dann alles, was hier drunter ist, na? Alles ab C, würde ich mir niemals kaufen. Twix. So, Cornel würde Twix wahrscheinlich hier einordnen. Twix ist natürlich auch lecker. Aber das ist halt, guckt euch das an hier, das sind halt hier Instanzen, ne? Hier oben sind Instanzen. Und unter A, das sind Einzelstücke. Das ist richtig so, ne? Der verzaubert den Gaumen. Twix ist schon Boyer, aber kann halt mit denen nicht. Ja, jetzt kommst du. Ich guck mal, ob du irgendein Argument hast. Ich mithalte. Das ist klar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Kann Cornel mir erzählen, was er will. Klar, du hast bei Twix direkt zwei Stangen, ist stark, ne? Hast die eine Stange gegessen, hast direkt Bock auf die nächste. Klar. Aber am Ende des Tages ist es halt nur ein Twix. Es ist nur ein Twix. Kinder Bueno. Ja. Also. Es ist nur ein Twix. Das sind diese ganzen, alle von die so in dieser Partybox sind. Das ist für mich alles so, das ist so dieser absolute Standardriegel. Weißt du, den du immer als Kind vorgesetzt bekommst, so absolut Standard. Nee, das holt mir nicht ab. Ja. Verstehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Ich bin gerade ein bisschen, ich muss mich beherrschen, ne? Ich muss mich gerade ein bisschen beherrschen, dass ich jetzt nicht was Falsches sage. Okay. Aber das ist natürlich in der Bewertung, also das ist hier ein grober Schnitzer. Ja. und ein Twix ist ein S-Tier. Weil? Wenn nicht sogar. Guck mal, ich konnte dich gut einschätzen. S-Plus-Tier. Ne? Ja. Kenn ich doch. Ich würde Twix vielleicht sogar einem extra S-Plus-Tier geben. Twix ist. Du hast einen Riegel, ne? So ein Snickers ist für mich so der Standardriegel, ne? Du hast eine Schokolade, du hast so ne, irgendwie was anderes drin, ein paar Nüsse und so. Blem. Aber ein Twix. Ne? Du nimmst einen Twix raus und es gibt erstmal super viele verschiedene Möglichkeiten, einen Twix zu genießen. Ne? Du kannst einfach so essen, du kannst aber auch erstmal das oben abschaben oder du isst erstmal ein Stückchen oben unten. Hey, das ist so geil, Alter, wenn du hast bei dem Twix hast du so ein leckeres Biskuit unten, ne? Dieser Keks und da drauf hast du dann dieses ultra leckere Karamell mit der Schokolade und du kannst das einfach komplett essen, was eine Geschmacksexplosion in deinem Mund ist. Du kannst aber auch einfach das Karamell oben essen und dann hast du noch den Biskuit unten und das ist auch ultra krass. Ein Twix ist einfach ultimativ. Es gibt auch nichts, weil du sagst Standard, es gibt nichts, was ist wie ein Twix. Twix ist auch so einzigartig. Ein Snickers, okay, Mars ist wie ein Snickers, nur ohne Nüsse und so, bla bla. Ist ja auch immer noch ein Boyer, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, aber nee, ein Twix... Einer der Riegel, die ich im Laden kaufen würde, wenn ich müsste. Twix gehört auf jeden Fall in die S-Tier-Liga. Twix ist Liebe, Leute. Wenn ihr noch nie in eurem Leben Twix gegessen habt, dann esst bitte einen Twix. Ja, esst mehr Twix. Ob es irgendjemanden gibt, der noch nie einen Twix gegessen weiß hat. Ich weiß nicht. Das ist der Standardriegel schlechthin, ich bitte dich. Esst mehr Twix, Leute. Ach, das ist, alter, geil. Das ist ein Kinderprodukt, natürlich unglaublich krank stark, aber nicht so stark wie ein Kinderkrank.
Das Kinder-Country verzückt meinen Gaumen viel mehr. Das ist so, als ob ich mir einen Liter Milch direkt an den Hals setze. Ne? So ein Kinder-Bueno, das ist noch, da ist zu viel drumrum. Es ist nicht immer gut, wenn man noch mehr hat. Weniger ist manchmal mehr. Und das ist halt das Problem des Kinder-Buenos. Ist natürlich immer noch übertrieben mächtig und stark. Aber too much. Nutella. Ja, ich würde Kinder-Bueno vielleicht sogar auf Boyar setzen. Okay, ich hatte jetzt schon Angst, dass ich dafür wieder angegangen werde. Nein, ich finde das, ich finde nicht, dass ein Kinder-Bueno mit einem Kinderriegel mithalten kann. Weil gut, ein Kinderriegel einfach zu stark ist in seiner Gebräuchlichkeit. Ne? Das ist in der Handhabung, ist einfach sehr gut nutzbar. Und ein Kinder-Bueno, das ist überlecker, ne? Aber wie du auch schon gesagt hast, ist sehr viel und du kannst nicht fünf Kinder-Buenos nacheinander essen, ohne dass es schlecht wird. Das geht nicht. So, und du kannst aber 10 Kinderriegel essen. Deswegen Kinder-Bueno sehr stark, aber immer nur sehr, immer nur in kleinen, kleinen Mengen. Und ich würde es auf Boyar setzen, aber jetzt nicht mit dem Kinderriegel in der Gesamtheit mithalten kann. Ja. Deswegen, ja. Be ready. Kennt ihr das überhaupt? Kennt das? Kleiner Fehler, aber ist okay. Einer? Ist euch klar, was Nutella Be Ready ist? Das ist einfach, du kriegst so einen kleinen Top-Nutella, der meist relativ hart ist. Und dann hast du zwei solche Dip-Stangen. Ja. Das ist das nicht. Dann habe ich es noch nie gegessen. Also wenn das nicht diese Stangen das sind, ist das dann habe ich es noch vorne. Nie gegessen. Okay, ich kenne nur die Stangen. Ja, wenn das der ich habe auch letztens, glaube ich, mal irgendwie... ich glaube, es war vom Milka, oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, was das da sein soll für einen Riegel oder so. Keine Ahnung. Aber Nutella-Sachen, also alles andere außer ein Glas Nutella war bisher bei Nutella immer scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geil ist. Aber habe ich wahrscheinlich auch noch nie gegessen. Was sag ich mal einig. Dann, was anderes Nutella Go? Ah, okay, dann habe ich es noch nie gegessen. Dann kann ich das nicht bewerten. Das schmeckt wie Knäckebrot-Nutella. Hätte ich es hier hingepackt. Na gut. So, Bounty. Ich habe ja schon gesagt, ne, Bounty, das fällt alles so unter die Twix-Marke. Aber Bounty hat natürlich ein Alleinstellungsmerkmal hier. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal namens Kokos. So, es gibt zwei Arten von Menschen, ne? Die einen, die keine Ahnung haben und Kokos nicht mögen. Und Leute wie mich. Die denken, Alter, Kokos, Alter. Boah, geil. Deswegen Bounty. Klares Ding. Muss A sein. Super stark. Lecker. Alleinstellungsmerkmal. Hat sonst keiner. Das Einzige, was mit Kokos noch geiler ist, ist tatsächlich diese Romy-Schokolade, ne? Die aussieht wie ein Rittersport, aber mit Kokos ist. Ja, die Romy-Schokolade ist richtig Kokos, ne? Das ist schon richtig Hardcore-Kokos. Ich würde Bounty auch auf A setzen, vermutlich, aber wie gesagt, da müsste man ein bisschen ausdünnen. Kinder Bueno und Jogurette kommen da nicht hin. Die kommen auf Clay-Level. Ja, Kinder Bueno vielleicht auf Boah, ja. Twix auf S, Bounty kann man da hinsetzen. Was auch geil ist an einem Bounty, hast du das auch schon mal gemacht, wenn man die Schokolade drumherum abknabbert, dass man nur noch das Weiße hat. Was ist denn? So was mache ich zum Beispiel, das mache ich immer nur bei Eis. Das mache ich zum Beispiel bei Bum-Bum-Eis, knabber ich alles drumherum erstmal ab. Was ist denn mit dir? Und bei Magnum knabber ich auch immer alles drumherum erstmal ab, die Schokolade. Alter. Und esse es dann. Ja, man merkt, wer der Experte ist. Leute, wenn ihr es noch nie gemacht habt, macht das mal. Es ist mega geil. Ein Bounty nehmen, die Schokolade drumherum einmal komplett abknabbern, damit ihr nur noch das Weiße habt. Und dann das Weiße im Mund. Das ist so geil. Richtig geil. Ein Bounty ist auch ist ja auch immer so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, weil in diesem Bounty-Ding, was du hier siehst, sind ja zwei kleine, ne? Das ist auch so eine Sache. Du hast meistens nicht so einen großen Riegel, sondern immer die in klein. Auch crazy. Und Bounty ist super stark. Ne? Bounty ist super stark. Ist einfach ein leckeres Ding. Die hat halt ein noch besseres Kokos-Erlebnis wie ein... Aber alles mit Kokos ist geil, ne? Ich habe mir mal so Kinder-Pinguin nachmache mit Kokos. Alter. Kinder-Pinguin-Kokos. Überstark. Alles, was so mit Milch, Schokolade ist und dann Kokos, überstark. Ja, Raffaello fehlt hier, ne, leider. Ist auch kein Riegel, ist halt auch wirklich kein Riegel. Ja, es sind nur Riegel, ja. Wobei, ist Hanuta ein Riegel? Also das ist Knoppers. Aber du machst nämlich erstmal eine Tierlist mit die komplett alle Süßigkeiten dieser Welt gibt in Deutschland. Deutsche. Ja, kann das mal einer vorbereiten, dann mach ich das. Oder wie ein Bounty. Bounty ist Error. Ja, das ist halt das Problem. Bounty es gibt halt, wie gesagt, zwei Arten von Menschen. Und Alter, wenn ihr kein Kokos mögt, dann ja, das ist klar. Aber ansonsten,
So, Mars ist natürlich, muss man, ist fast auf einer Stufe mit Dime, oder? Aber nee, es ist nur Durchfall. Würde ich auch noch eher essen, eher, also deutlich eher essen als ein Dime. Aber Mars ist, das ist nix. Leute, das ist nix. Das ist halt, da fehlt was. Bei Mars fehlt was. Das ist zu karamellig für mich. Zu viel Karamell, zu stark, zu intensiv im Karamellgeschmack. Ich bin nämlich gar nicht so der krasse Karamelltyp. Sagte der Mann, der mit Karamak auf A, wie geil, aber das Karamak schmeckt halt, das hat einen ganz anderen Karamellgeschmack. Überhaupt nicht vergleichbar mit dem Mars, also null vergleichbar. Snickers. Ja, Mars. Ja, Mars, was sagst du? Also ich würde die Error- und die Durchfallreihe austauschen. Mars ist Durchfall, Mars ist Error. Ist Mars noch schlechter? Ja, ich hasse Mars. Also, ja, richtig so. Wenn du mal einen Snickers gegessen hast, dann ist ein Mars danach halt kein. Ja, richtig. Was soll das dann noch, ja, ne? Warum ist das? Warum gibt's das? Das ist auch so eklig. Wieso will ich denn Snickers ohne Nüsse und den schlechter? Ja, und das hat auch gar keinen Sinn. Das hat überhaupt keinen Widerstand. Du beißt da rein und denkst dir so, ist einfach nur, nee, weiß ich nicht. Also das ist halt kein Widerstand, kein krasser Geschmack, viel zu viel Karamell und Süße und so. Es schmeckt einfach nach gar nichts. So feiere ich überhaupt nicht, ich hasse Mars. Also ich würde Mars auf jeden Fall auf Error packen und da ihm dafür einen hochsetzen. Und Knoppersriegel würde ich auch auf Error packen, der ist halt auch einfach nur Scheiße. Einfach nur Müll, die Scheiße. Boah, ja. Stark, aber zu generisch. Und wisst ihr auch, nur B, ja, es hat auch noch einen Grund. Snickers ist der Riegel mit den meisten Kalorien. So, Lion. Ja, Lion ist halt... Ja, also Snickers auf B kann man machen. Ist halt, weil der halt auch, der ist halt auch kompletter Standard. Ja. Das ist für mich so der Inbegriff des Standardriegels. Snickers ist schon ein Standardriegel. Ich hab letztens... Wenn mir jemand sagt, hast du Bock auf einen Schokoriegel, denke ich an Snickers. Ich habe letztens irgendein Video gesehen, wo irgendwie voll böse war über Snickers. Das war so ein. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass das gibt. Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur das Thumbnail gesehen. Ja, ja, genau. Ja. Aber da konnte ich nicht draufklicken. Ich dachte mir so, nicht bei meinem Bruder. ja, Snickers, boah, ja, würde ich auch machen, weil. Ja, ein Kinderriegel. Ist einfach, boah, ja, ist ja auch noch gut, ne? Und ich mag auch Snickers sehr, sehr gerne. Das darf man nicht vergessen. Aber das auf eine Stufe zu packen mit einem Twix, ist dann halt wieder lost, ne? Das muss man, ist halt, och, ja. Das ist halt alles die gleiche Nee. Auch, das ist alles so, das ist so diese Richtung hier. Ja, und ein Line auf, das ist halt wieder, da sieht man halt wieder, dass er keine Ahnung hat, ne? Der Junge hat dreimal in seinem Leben einen Schokoriegel gegessen und denkt, der könnte den Mund aufmachen, ne? Und der versteht halt den Unterschied nicht zwischen einem Twix, einem Snickers und einem Lion. Lion ist... Ich sage auch, glaube ich, gleich, das ist alles fast genau 1:1 der gleiche. Alter, Lion ist... Also Lion, nochmal, ich würde gerne noch einen S-Plus-Rang einbauen, wo ich Twix und Lion reinpacke. Ja, so im Nachhinein muss ich aber auch sagen, ich habe Lion, glaube ich, zu niedrig bewertet. Der müsste eigentlich auf A. Lion ist so schon, geil. Ist das ist super geil, ja. Der ist so hart, ne? Du musst da wirklich, wenn du da reinbeißt, du bist wie ein Löwe, Alter. Du reißt das Fleisch aus dem lebenden Tier raus. Und dann kaust du das und du merkst, so wie in deinem Mund alles so zusammenklebt und du musst richtig kämpfen, ne? Weil rohes Fleisch, das ist auch schwierig zu kauen. Und der Geschmack ist so krass. Das ist so ein bisschen wie Kit Kat, so diese Ebenen an Biskuit mit den ganzen Karamell und Schokolade und dann die Nüsse, diese kleinen Erdnüsse oder was das da drauf ist und so, die. Boah, das ist einfach nur eine Explosion. Ich liebe Lion über alles. Und Lion mit Twix, top of the pop, Alter. Wirklich. Aber das ist halt Schwachsinn, was er da macht. Die nehmen sich alle hier vier, das ist fast der gleiche Riegel. Ach. Das ist fast der gleiche Riegel, ja. Viermal hintereinander. Also wirklich, ne? Wie man sowas sagen kann. Der hat auch in seinem Leben noch nie einen Schokoriegel gegessen. Guckt ihn euch an, Alter. Alles gefühlt das gleiche ist. Gut, das Twix ist noch ein bisschen anders. Aber ansonsten, ne. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Nein, mag ich gerne, aber das ist halt alles so irgendwie dasselbe. Mr. Tom hingegen. Boah, trigger ich die Welt zu Tode? Ich glaube ja. Mr. Tom hat wieder ein Alleinstellungsmerkmal, besteht nur aus Nüssen und ist einfach, das ist was ganz anderes wie alle anderen, ne? Komplett, hebt sich wieder komplett von der Masse ab und ist dabei so Milky Way. Ja, Mr. Tom S-Tier kann man machen.
Man kann natürlich einen Mr. Tom nicht mit einem Twix und einem Lion auf eine Ebene setzen. Deswegen, wenn man nur diese Reihenfolge hat, dann würde ein Mr. Tom wahrscheinlich nicht in S-Tier reinkommen. Du vergisst da auch eine Sache, Conny. Wenn du im Club stehst, ne, mit deinem Mr. Tom, dann wissen die Ladies gleich, du bist ein healthy boy. Und es kommt gut an. Ja, das ist, aber das, vergiss das nicht. Ja, trotzdem. Ne? Wenn du im Club stehst mit einem Lion, dann weiß das Mädchen, wow. Deswegen. Weiß sie das. Deswegen, also, wenn man dann ein Lion auf S tut und ein Twix auf S tut, mit Knoppers, Hanuta-Riegel und Kinder-Country, dann ist Mr. Tom nicht ganz so stark. Aber Mr. Tom ist überstark. Ich liebe den auch sehr. Der würde dann auf A kommen, ne? Da würde dann halt die Jogurette. Ist ja auch dein Riegel an sich, ne? Ja, ja, ist mein Riegel, hab ich damals erfunden, ne? Ja. Namensgebung durch mich. Aus dem A-Tier würde halt Jogurette rausfallen, da würde Kinder Bueno rausfallen. Dann hättest du da Kinderriegel, Bounty, Mr. Tom. Das kann man auf jeden Fall machen und dann passt das. Welchen Clay-Level finde ich ein. Milky Way Clay-Level. Finde ich ab und zu mal stark, aber kannst du nicht so viel von essen. Kannst du nicht viel von essen. Das geht halt einfach nicht. Das ist. Dafür ist es zu süß, zu milchig. Keine Ahnung, ey. So, jetzt da Wunder. Ja, also Milky Way, ich denke, dass da stimmen auch 85% der deutschen Bevölkerung zu. Kannst du sogar auf Durchfall packen. Was? Ja, Milky Way ist einfach auch. Du beißt da rein, es ist genau wie meine Mars. Du beißt da rein und es ist einfach nur Luft. Aber. Ist viel, viel, viel luftiger als ein Mars. Ja, es zerfällt einfach. Du musst nur deine Zunge drauflegen, dann ist es platt, weil es nicht. Weil es einfach keinen Druck aushalten kann. Wusstest du eigentlich, dass Milky Way in Amerika ein ganz anderer Riegel ist? Ja, hoffentlich. Wenn du da einen Milky Way kaufst, kaufst du was ganz anderes. Ja, weil der ist ja auch scheiße. Wie gesagt, ich wette mit dir, 85% der Menschheit in Deutschland wird auch sagen. Aber der Name ist stark und die Verpackung das einzige, richtig an. Das Einzige, was stark ist, ist der Name. Das ist nämlich der Punkt. Wenn du so eine Mische hast, ne, da sind dann ja die Standardriegel drin. Twix, ja, Snickers, genau. Mars, vielleicht Milky Way Bounty. Meistens ist es so Twix, Snickers, Bounty, Milky Way. Allein in der Regel nicht. Ja, allein in der Regel nicht. Und das, was immer übrig bleibt, ist Milky Way, weil das mag keiner. Nein, genau falsch. Nein. Was immer da bleibt, ist Mars. Ja. Mars sind immer die letzten Dinger, die man dann so. Das war bei mir nicht der Fall, weil meine Mama mag Mars. Deswegen. Ah, guck mal. Aber zum Beispiel, also ein gutes Beispiel ist dabei, aber meine niemand alte mag Arbeit. Milky Way. Nee, doch. Bei mir auf der Arbeit war es früher so. Da hat, wenn jemand Geburtstag hat, immer diese kleinen Dinger mitgebracht. Und da waren dann ja 30, 40 Leute, die da rausgefressen haben aus diesen Teilen. Und in allen Packungen lagen immer dann da so 3 Restmaß drin. Also das ist schon ein relativ deutliches Zeichen für Mars. Ja, ich würde Mars ja auch auf Error packen. Ja, ich würde Mars ja auch auf Error packen. Ich würde Milky Way trotzdem auf Durchfall packen. Weil Milky Way ist Durchfall. Wirklich. Es macht auch Durchfall. Das hat so eine Konsistenz, das ist schon Durchfall, wenn es isst. Das ist einfach nur eklig. Ich weiß auch nicht, wonach Milky Way schmecken soll. Nach Milch? Ja, nach Milch. Das ist einfach nur komplett lost. Dafür hat Milky Way, ne, in ihrem Aufgebot was richtig krasses, ne, Milky Way Crispy Rolls! Oh mein Gott! Das ist ein S-Tier, Alter. Ne, deswegen, die sind geil. Aber jetzt machen wir hier weiter. Das ist ein bisschen, was das hier drin soll. Man muss auch, ne, da muss man sich die Zeit nehmen. Das ist hier gerade eine wichtige Sache. Das ist nicht einfach nur so. Ab. Das ist auch ein vollwertiges Mittagessen. Das ist laut Cornel eine Mahlzeit. Ich verstehe gar nicht, warum das als Riegel hier. Ich hab hier. Geld? Ja. Das ist eine Mahlzeit. Tja, und ein Pickup. Pickup ist eine Mahlzeit. Halt nur, das ist halt auch nur Clay-Level. Weiß ich nicht. Ja. Das ist einfach 2 Leibniz-Butterkekse. Kekse mit Schokolade zwischen, ne? Das ist. Also, Pickup konnte mich nie überzeugen. Das ist auch immer so kackhart, dass ich Angst habe, mir die Zähne abzubrechen. Pickup ist besser als ein Mars, ja. Wenn du mir ein Mars hinlegst oder ein Pickup, greife ich auf jeden Fall zum Pickup. Legst du mir aber noch einen Snickers daneben, greife ich zum Snickers. Also, das passt schon. So, Nussini. Ja, also, Pickup ist wirklich nicht so stark. Ich hatte ja. Ist halt auch nichts, das ist nichts Besonderes. Das ist einfach. Nee, und ich habe ja auch. Frage mich, warum man sich davon Blister holt. Ich bin ja ein Forscher. Ne? Und es ist halt immer einfach, wenn man gerade richtig geil drauf ist, sich einen Riegel zu nehmen und dann. Ist alles geil, ja. Aber man muss auch in die Forschung gehen. Und ich habe mir einen Blister Twix gekauft, ne? Weggeatmet. Ich habe mir einen Blister alles gekauft, weggeatmet. Pickup hatte ich mir auch einen Blister geholt. Der lief ganz gut.
Und dann habe ich mir nochmal den zum zweiten Mal gekauft. Lief der ganz gut. Ja, aber das war auch in der Phase, wo ich auch viel andere Sachen hatte. Und dann lief der so nebenbei. So, und dann dachte ich mir so, okay, Pickup ist ja eigentlich ziemlich stark. Und dann, aber ich war mir noch nicht sicher, habe ich mir nochmal einen Blister geholt. Und dann habe ich mich mehr auf den konzentriert. Und da habe ich gemerkt, nee, so nach dem zweiten schmeckt das eigentlich gar nicht mehr. Ja, und das ist dann war sehr schwierig, dadurch im Blister durchzukommen. Aber für die Forschung habe ich es natürlich gemacht. Ja, Clay-Level kann man machen. Ist halt, wenn man es geschenkt kriegt, ist lecker. Kenne ich eigentlich auch nur so mit die gibt es auch, glaube ich, mit Erdbeergeschmack und so. Mit Erdbeergeschmack finde ich die super geil. So mit dem normalen weiß ich gar nicht wirklich, wie die schmecken. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Duplo? Ja, Nocini ist, glaube ich, schon sehr lecker. Würde ich aber auch unter... Wüsste ich jetzt auch nicht genau, wie es schmeckt, aber es ist ähnlich wie ein Nutella-Riegel fast. Nur nicht so gut. Ja, würde ich auch. So irgendwie so in die Richtung. In die Region setzen, ja. Ja, und jetzt kommen noch mal Duplo, bin ich sehr gespannt. Riecht ein alter geil, ist nicht umsonst die längste Praline der Welt, hinter Cornels Pimmel. Duplo White ist S-Tier. Doch. Nee. Also Duplo White wäre S-Tier, normales Duplo ist für mich A. Nee. Also ein normales Duplo ist, nein, normal, also... Meine Meinung, kurz nach meiner Meinung. Nee, ja. Du siehst so falsch, also, du vertäuschst dich gerade in deiner Meinung. Nein. Okay, Entschuldigung. Nein, für dich ist es, wenn du so denkst, okay, aber ein Duplo ist ein S-Tier. Ein Duplo ist auch wieder einfach nur, ja, ist wahrscheinlich von Gott gemacht. Es ist einfach nur perfekt. Ein Duplo ist perfekt. Du kannst auch von einem Duplo, wirklich ein Duplo ist perfekt. Ein Duplo hat so eine tolle Kombination aus diesen Biscuit-Zeugs, ne? Diese Waffeldinger, die so ganz, ganz dünn. Und dann die Schokolade und die verschiedenen Ebenen da drinne. Du kannst auch ein Duplo von oben abessen, ne? Dass du dann nur noch die untersten... Das wieder los. Ja, das ist auch mega lecker. Ein Duplo, mega lecker. Und du kannst 20 Stück von Duplo nacheinander essen, das wird nicht schlecht, weil es einfach nur geil ist. Es ist ein ein Duplo ist einfach top-notch der Süßigkeiten in Deutschland und das gehört natürlich in S-Tier, also das ist ganz klar. Bin ich bei euch. Duplo White, S-Tier, das normale Duplo aber leider nicht. Ich twitter sofort, ja. Wird auch Cornel drauf verlinken. Offizielle Riegel-Tierliste. Meinungen und dann noch ein @CornelFiddy. Stark. Ja, also Leute, jetzt haben wir es hier nochmal diskutiert. Lasst uns gerne auch eure Meinungen da. Ne? Vergesst nicht, es gibt Meinungen und es gibt Schulbuchwissen. Ich habe euch das Schulbuchwissen präsentiert. Ja, die Forschungen, die aktuellen. Aber ihr dürft eure Meinung trotzdem haben. Das ist in Ordnung. Willst du noch was sagen, Wollo? Was will ich sagen? Sagt mal bitte was dazu, ob ihr auch die Schokoriegel mal von oben oder von der Seite erst anfresst, weil das macht doch keiner, oder? Eins in den Chat, wer das auch schon mal gemacht hat. Hör ich zum ersten Mal in meinem Leben. Als ob du jeden Schokoriegel immer gleich isst. Immer vorne rein. Der hat kein Leben, der Mann. Was ist denn da los? Oh Gott, ey. Ich glaube nicht, dass das viele Leute so machen wie du. Doch, schreib's mal rein. Genau.